Horst Evers, ich war der Appendix. Ein Taxi bringt mich zur Notaufnahme vom Urbanus Krankenhaus. Meine ernsthafte Blinddarmerkrankung hat mir neues Selbstbewusstsein verliehen. Stolz trete ich auf den Aufnahmeschalter zu und sage: Guten Tag, ich bin ein Notfall. Ach was, hier sind die Notaufnahme, hier kommen nur Notfälle. Aha, ich hatte verstanden, hier weht ein anderer Wind, hier waren die Anforderungen höher. Von der normalen Ärztin in die Notaufnahme zu kommen, ist etwas so, als wenn man von der Grundschule auf Gymnasium kommt. Die Frau an der Aufnahme musterte mich. Name: Horst E. Wohnort: Berlin. Telefon: 030. Krankenkasse: Technik. Beruf: Nun ja. Geschlecht: Größe, Gewicht, Augenfarbe: Gut, hier sind Sie doch nochmal durch, ob alle Angaben stimmen, und dann unterschreiben. Ich las mir das Formular durch und tatsächlich alle Angaben zu meiner Person stimmten. Wie machte sie das bloß? Kennen Sie mich irgendwoher? Nee, woher denn? Na, weil hier alle Angaben zu meiner Person richtig sind, obwohl ich die Sätze gar nicht zu Ende sprechen. Hören Sie, ich sitze seit 15 Jahren in der Aufnahme. Da kennt man mit der Zeit seine Pappenheimer. Und Ihre Versichertenkarte, die Sie zu Hause in der linken Schreibtischschublade unter der Kontoauszügen vergessen haben, müssen Sie auch noch hierher schaffen. Ach so. Na, dann wusste ich doch wenigstens wieder, wo sie liegt. Ich war beeindruckt. Ein gutes Gefühl, in den Händen von echten Profis zu sein. Der Aufnahmearzt kam auch gleich zur Sache. Haben Sie Schmerzen? Ja. Dann legen Sie sich doch mal hin, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Dann drückte er mir auf den Blinddarm und ich hatte das Gefühl, mein Bauch würde explodieren. Sehen Sie, das sind Schmerzen. Stimmte. Das ist ja herrlich klassisch bei Ihnen. Ein richtiger Lehrbuch-Appendix. Weil eigentlich ist es ja gar nicht der Blinddarm, sondern der Wurmvorsatz der Appendix. Das ist er. Dann drückte er wieder drauf. Toll. Einfach toll. Genau da, wo ein akuter Appendix sein sollte. Sagen Sie, darf ich Sie meinen Studentinnen zeigen? Ich dachte, was soll schon sein, wenn ich doch so ein Lehrbuchsappendix habe, so ein Geschenk der Natur, darf ich mich doch nicht der Wissenschaft verschließen. Was sollte schon passieren? Kurz darauf erschienen drei Studentinnen, die jede nochmal auf den Schmerzpunkt drückten. Während mir vor Schmerz die Konturen des Behandlungsraumes vor den Augen verschwammen, wurde mir allmählich klar, was schon passieren konnte. Als ich einigermaßen wieder bei Besinnung war, fasste ich mir endlich ein Herz. Herr Doktor, werde ich durchkommen? Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ach, so ein Appendix, so schlimm ist das doch nicht. Den kratzt zur Not auch noch der Pförtner mit dem Löffel raus. Das war ein Medizinerwitz. Medizinerhumor ist zumeist etwas sperrig und wenig erfolgreich, was allerdings auch am Publikum liegt. In der Regel todkranke Patienten wie ich. Den Pförtner-Blinddarm-Witz sollte ich übrigens in den nächsten 3 Stunden bis zur Operation noch 37 Mal hören. Es ist hier sehr beliebt im urbanen Krankenhaus. Er ist hier sehr beliebt im urbanen Krankenhaus. Hinter dem Vorhang tuschelten schon die Chirurgen, wer mich operieren sollte. Ach nee, ich will den Appendix nicht. Bitte, ich habe vorher schon eine Leber und eine Niere. Da brauche ich einfach mal was Leichteres hinterher. Zur Entspannung. Lass mir den Appendix. Irgendwie fühlte ich mich nicht richtig ernst genommen. Die Pfleger knobelten mittels Schick-Schang-Schong aus, wer mich hochfahren musste. Der Verlierer ist stinksauer und fährt mich, um die Schwestern zu beeindrucken, freihändig hoch. Auf einem Fuß hüpfend, buxiert er mich mit dem anderen durch den 3. Stock. Insgesamt stoßen wir 17 Mal gegen Wände oder Türen, was jedes Mal zu leichten Implosionen in meinem Bauch führt. Aber er schafft's und ich bin auch ein wenig stolz, von einem so geschickten Pfleger hochgefahren worden zu sein. Die Stationsschwester sieht traurig aus. Ich glaube, sie hat sogar kurz geweint. Vermutlich Liebeskummer. Ich fragte sie, ob sie mal auf meinem Blinddarm drücken will, damit sie auf andere Gedanken kommt. Sie drückt, ich schreie auf und für einen Moment hat sie ihren Kummer vergessen. 3 Stunden später werde ich zum OP gefahren. Der Pfleger sagte, die OPs sind unten im Parterre, damit der Weg zum Landwehrkanal kürzer ist, wenn mal etwas schief geht. Da lachen wir beide gelöst. Zur Belohnung fährt er mich diesmal mit den Händen. Im OP stellt mir der
Anästhesist ungefähr 200 Fragen über irgendwelche Allergien, Krankheiten oder Operationen. Von wegen, ich habe die schon mal. Von wegen, ob ich die schon mal gemacht habe. Nachdem ich 40 Mal Nein gesagt habe, sage ich einfach mal Ja, um glaubwürdig zu bleiben. Daraufhin bricht eine relative Panik aus und der Chirurg fragt mich, wer denn die Herztransplantation vorgenommen hätte. Ich gestehe kleinlaut, dass ich jetzt auch mal einen Scherz gemacht hätte. Da lachte ich ansteckend und der Chirurg weist den Anästhesisten an, mich sofort einzuschläfern. Ich bin schon am Wegdösen, als der Chirurg mich noch einmal beruhigen will. Keine Angst, so ein Appendix ist keine große Sache. Ich habe eine große Berufserfahrung, ich stehe schon seit 30 Jahren unten an der Pforte. Da wird alles schwarz und erstmal ist da gar nichts mehr. Als ich einige Zeit später aus der Vollnarkose wieder aufwache, sitze ich in der U-Bahn. Noch ein abgefahrener Medizinerscherz. Entweder haben mich die Ärzte unter Vollnarkose einfach mal in die U-Bahn gesetzt, oder irgendwas ist wirklich schiefgelaufen. Der Bahnhofsprecher brüllt: Richtung Himmelstor zurückbleiben! Da betritt ein Kontrolleur mit langem weißen Bart den Waggon. Die Türen schließen ab, der Zug fährt ab. Die Fahrkarten mal bitte. Ich habe nur einen Zettel, auf dem Appendix steht. Was ist denn das bitte? Appendix ist hier nicht gültig. Damit können Sie nicht mit in den Himmel fahren. Wenn jeder Appendix stirbt, ist heute keiner mehr da. Müssen Sie wieder aussteigen. Appendix, wäre ja noch schöner. Ich lasse mir seinen Ausweis zeigen. Er holt einen Zettel mit seinem Foto heraus. Daneben steht: Ich bin Petrus, wa? Ich bin verwirrt. Da sind Sie falsch umgestiegen. Mit Appendix können Sie hier nicht in den Himmel. Ich frage ihn, warum Petrus Berlinert. Petrus sagt, er spricht jeden Menschen in dessen Muttersprache an. Ich sage, ich bin eigentlich aus Norddeutschland. Ich frage ihn. Ach so, schauen Sie nun, das wusste ich nicht, ne? Tut mir bangig leid, aber trotzdem, da müssen Sie ja wieder aussteigen. Kann man gar nicht nix machen. Dann wirft er mich raus. Ich wache erneut auf. Diesmal im Aufwachraum neben dem OP. Der Anästhesist ist wieder da. Na, Herr Elvers? Auch schon wach? Wie geht's uns denn? Wird schon wieder. Die Operation ist gut gelaufen. In 3 Wochen ist Ihr Knie wieder wie neu. Ich war der Appendix. Ich weiß, kleiner Scherz. In diesem Moment wusste ich, ich war wieder unter den Lebenden, bei den lustigen Medizinern vom Urbanus-Krankenhaus.